Ja, dann nochmal herzlich willkommen, Herr Dr. Karamadiabi. Sehr schön, dass das geklappt hat. Wir sind ja heute hier, um uns über das Thema Rassismus in der Politik und im Alltag zu unterhalten. Und um uns auf den gleichen Stand erstmal zu bringen, würde ich Sie ganz gerne fragen, was ist für Sie denn jetzt Rassismus? Ja, Rassismus ist für mich eine, ja, den Versuch einfach Menschen abzuwerten, andere Menschen in Bezug auf bestimmte Merkmale, biologische Merkmale oder Erscheinungsmerkmale oder Eigenschaften abzuwerten und ja, versuchen zu herabzuwürdigen oder zu abzuwerten. Das ist für mich der Rassismus. Und das Ganze bauscht sich ja immer weiter auf. Also gerade hier im Osten haben ja viele Leute auch Parteien gewählt, die rassistische Äußerungen geäußert haben, wie jetzt zum Beispiel die AfD. In Halle haben Sie ja das Mandat geholt. Aber inwiefern könnte man jetzt davon sprechen, dass es sich bei Rassismus um ein eher ostdeutsches Problem handelt? Nein, also Rassismus ist weder ein ostdeutsches Phänomen noch ein sachsen-anhaltinisches noch ein deutsches, sondern Rassismus gibt fast überall. Das bedeutet natürlich nicht, dass man da nicht dagegen tun kann. Jeder soll aus meiner Sicht, egal wo er ist, wenn er Rassismus erlebt, wenn er das mitbekommt, auch wenn er selber nicht betroffen ist, rote Karte zeigen, zu sagen, Rassismus ist Gift für die Gesellschaft. Und das dürfen wir auf keinen Fall tolerieren. Ja, in Bezug auf die genannte Partei muss ich sagen, das ist aus meiner Sicht nicht alle, die diese Partei wählen, sind Rassisten. Aber man muss wissen, wenn man die Partei wählt, dass man weiß, dass man eine Partei gewählt hat, der sich gegen Vielfalt, gegen Diversität in der Gesellschaft einsetzt, aber deren Politikerinnen und Politiker Großteil davon in den Landtagen, aber auch im Bundestag, rassistische Ressentiment schüren, Hass und Hetze verbreiten und vor allem in den Redebeiträgen sind volle Herabwürdigung von Minderheiten und Beleidigungen. Und das ist schon, das muss jede Wählerin, jede Wähler bekannt sein, wenn er seine Kreuz an da bei dieser Partei setzt. Aber wo sehen Sie denn die Gründe, dass vielleicht gerade in Ostdeutschland dann eben dieses Gedankengut unterstützt wird? Ja, ich denke, das ist, wenn man die Wahlergebnisse guckt, ja, die Prozentzahl der Leute, die bis ein Viertel der Wahlberechtigten in Ostdeutschland haben diese Partei gewählt in den letzten Landtagswahlen, aber auch in Bundestagswahl bis 17% zum Teil und höher in einigen anderen Bundesländern im Osten. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, die Gründe sind sehr, sehr vielfältig. Also es gibt Teile davon, die sind natürlich für die Spaltung der Gesellschaft, das ist sozusagen, die haben immer wieder die Definition im Kopf, das sind wir, also Sündenböcke immer zu suchen für die gesellschaftliche Herausforderung und das ist die Spaltung. Das finde ich sehr, sehr gefährlich, aber das sind nicht nur im Osten, wenn man in anderen Bundesländern auch guckt, wie Baden-Württemberg oder Bayern oder andere, hat auch diese Partei zum Teil erschreckende Wahlergebnisse. Wir müssen das ernst nehmen. Wir müssen in der Gesellschaft deutlich machen, dass diese Gesellschaft braucht Zusammenhalt und nicht Spaltung. Denn jede Herausforderung, die da ist, ist eine Herausforderung der Gesellschaft, die wir zu begehen haben. Wir müssen dann dagegen was tun. Und es nützt nicht zu sagen, da sind die Migranten sind schuld, die Flüchtlinge sind schuld, die Reichen sind schuld. Oder was weiß ich, die etablierten Parteien sind schuld. Das löst kein Problem. Ich erwarte einfach von dieser Partei, dass sie ganz konkrete Vorschläge machen in Bezug auf die Herausforderungen unserer Gesellschaft oder Rente ist, ob das Rente ist, ob das Bildung oder Gesundheitswesen ist und andere. Da erwarte ich natürlich Vorschläge und nicht unbedingt Schubladen zu bilden und Schuldige zu suchen für jede einzelne Herausforderung, die bevorsteht. Ein anderes Problem, was ja auch immer wieder jetzt in letzter Zeit aufgekommen ist und auch immer wieder im Zusammenhang mit der Thematik steht, ist ja, dass in staatlichen Behörden, wie jetzt zum Beispiel der Polizei oder der Bundeswehr oder dem Verfassungsschutz, auch immer wieder rassistische Strukturen aufgedeckt wurden oder rechtsextreme Strukturen. Und derzeit sitzen Sie ja
oder saßen bis vor kurzem, jetzt ist der Vertrag ja draußen, mit in den Sondierungsverhandlungen zum Koalitionsvertrag der Ampelkoalition. Stehen da jetzt, also welche Maßnahmen werden denn da jetzt so in nächster Zeit kommen, um das Problem insgesamt gesellschaftlich anzugehen? Ja, ich saß in den Koalitionsverhandlungen, bis die Arbeitsgruppen fertig hatten. Ich war in einer der 22 Arbeitsgruppen. Ich hatte gearbeitet in der Arbeitsgruppe Gleichstellung und Vielfalt. Unter anderem war auch das Thema Rassismus, das Thema politische Bildung, das Thema Gleichstellung von Frauen im Beruf und auch Querpolitik und der LSBTI-Politik. Das sind alle Themen, die ich mich verhandelt habe. Ich kann mit großer Freude bekunden, dass wenn man den Koalitionsvertrag liest, dann sieht man eindeutig, dass wir einen großen Schritt nach vorne gegangen sind, dass wir Maßnahmen gegen Rassismus, Rechtsextremismus konsequent bekämpfen wollen, nicht nur mit Sonntagsworten, sondern auch mit finanzieller Unterstützung, indem wir die Projekte, die schon existieren, wie zum Beispiel Demokratie leben, Menschen stärken Menschen, dass wir solche Projekte verstetigen wollen. Und wir haben den Kabinettausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus der Bundesregierung, der alten Bundesregierung, indem wir 89 Maßnahmen adressiert haben, mit 1 Milliarde Euro insgesamt ressortübergreifend. All das soll weitergehen und wir wollen die Antidiskriminierungsstelle des Bundes noch stärker unterstützen und wir wollen den Leiter, die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wollen wir vom Bundestag gewählt sehen, damit die Unabhängigkeit gewahrt wird. Und letztes Beispiel nur, wir wollen dafür sorgen, dass Rassismusforschung in Deutschland auch unterstützt wird und flächendeckend werden wir eine Institution fordern und weiterhin unterstützen, die schon angefangen hat, Rassismusforschung zu machen. Das wollen wir weiter unterstützen. Also Sie sehen, die Liste ist sehr lang. Das alles, was die Ampelkoalition sich vorgenommen hat. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir nach vorne kommen. Und letztes Beispiel, wir werden das Grundgesetz, den Begriff Rasse im Grundgesetz ersetzen durch eine geeignete Formulierung. Und in den von mir genannten 89 Maßnahmen sind auch Maßnahmen für die Aufklärung, Stärkung von intercultureller Kompetenz, in der Ausbildung, aber auch Fortbildung von Beamtinnen und Beamten. Es ist bedauerlich, dass auch in Sicherheitsbehörden in den Vergangenheit negative Beispiele häufig bekannt geworden sind, ob das jetzt in den Computer von bestimmten Beamten, dass Anfrage über Personen dort getätigt wurde, oder auch NSU-Morde, wo Fehlverhalten da sind. Das sind alle Sachen, die uns bekannt ist. Also wir wollen das konsequent solche Dinge angehen und wir wollen auch Aufklärung und Fortbildung in diesem Bereich stärken. Und letzter Satz, ich bin sehr froh, dass wir auch unter den Sicherheitsbehörden, Ermittlungsbehörden, aber auch Beamtinnen und Beamten Partner haben. Das will ich auch betonen. Ich arbeite mit GdP zusammen, Gewerkschaft und Polizei zusammen. Ich weiß, dass viele engagierte Frauen und Männer dort sind, die sich konsequent gegen verfassungsfeindliche Tendenzen, ihre eigene Reihe, dagegen wehren, die aufmerksam sind, die sehr wachsam sind. Das finde ich toll, mit solchen Partnern auch zusammenzuarbeiten. In dem Zusammenhang fällt ja auch immer der Begriff vom Racial Profiling, wo Sie sich ja auch schon aktiv gegen eingesetzt haben, beziehungsweise ein Gesetz gefordert haben, was ja Racial Profiling aktiv verbietet. Wie sieht es da aus? Ja, im Koalitionsvertrag steht, habe ich das wortwörtlich dort nicht gesehen, aber wir haben ja Initiativen gehabt in der letzten Wahlperiode in dieser Richtung. Und ich persönlich kann ich nur offen sagen, dass ich da der Meinung bin, Racial Profiling gehört abgeschafft. Das heißt ganz konkret, Paragraph 22 Bundespolizeigesetz muss reformiert werden, müssen wir abgeschafft werden, dahingehend, dass verdachtsunabhängige Kontrolle, die dazu führen, dass Menschen ausgegrenzt werden, diskriminiert werden, demütig werden, dass es geändert wird. Nicht nur ich das sage, sondern auch das Institut für Menschenrechte hat das mehrfach betont, dass
Racial Profiling ist rassistisch und das muss geändert werden. Ich werde mich in den kommenden, diese Wahlperiode, die angefangen hat, werde ich mich weiterhin für das Thema stark machen. Okay, jetzt wollen wir ja natürlich aber nicht nur über das Problem reden, was existiert oder was jetzt durch die neue Ampelkoalition kommt, sondern Sie sind ja auch in der Bildungspolitik unterwegs, unter anderem in der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da wollte ich Sie fragen, inwiefern Bildung denn ein wirkungsvolles Mittel gegen Rassismus sein kann. Bildung ist sehr, sehr wichtig. Nelson Mandela hat ja gesagt, Bildung ist die einzige Waffe, die Welt zu verändern. So, und ich finde, das ist zutreffend in allen Bereichen, ob das jetzt einzelne normale klassische Bildungsverständnis ist oder lebenslanges Lernen sind. Das, ja, ich würde sagen, Bildung ist sehr, sehr wichtig, um einfach gesellschaftliche Strukturen zu verstehen und auch Empowerment zu haben, sich zu engagieren für Demokratie und Vielfalt in unserer Gesellschaft. Und deshalb bin ich froh darüber, dass wir seit letzter Wahlperiode so eine Bundesengagementstiftung haben. Diese Bundesengagementstiftung soll Strukturen unterstützen, die sich für politische Bildung sich einsetzen und Engagement unterstützen im Lande. Wir haben auch, das wurde gerade von Ihnen genannt, ich bin ja noch im Kuratorium der Bundeszentrale politische Bildung. Und das sind Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, Maßnahmen, die dort gemacht werden. Und letztes Beispiel, in Schulen haben wir überall diese Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, die seit über 20 Jahren existiert. Ich bin selber Pate von 8 Schulen insgesamt. Und dann, das ist auch Bildung, weil die Schule, Belegschaft in der Schule, spricht jetzt alle in der Schule, die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, pädagogische Personal, aber auch Servicepersonal, werden aufgerufen, sich an Unterschrift zu beteiligen, ob sie wollen, dass ihre Einrichtung Schule ohne Rassismus, Schule im Kurativnetzwerk beitreten. Wenn sie das machen, dann verpflichten sie sich gegen Rassismus, Homophobie und Sexismus sich einzusetzen, jegliche Form von Ausgrenzung und Diskriminierung. Und das finde ich toll, weil das in einer Bildungseinrichtung wie Schule passiert. Und das sind alle Bündel an Maßnahmen, wo ich der Meinung bin, dass Bildung ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn ich sage Bildung, meine ich außerschulische Bildung auch. Und das bedeutet nicht nur für Schülerinnen, nicht nur für jüngere Leute, sondern auch für Senioren. Auch denn in Seniorenheimen werden auch beispielsweise Social Medien konsumiert. Und der eine oder andere kann wahrscheinlich ist noch nicht gut vorbereitet, um mit der Vielfalt der Informationsquellen umzugehen, sodass die Gefahr da ist, dass man sehr schnell Opfer wird von Fake News und Falschinformationen, die verbreitet werden, dazu führen, dass Vorurteile geschürt werden und Hetze und Hass gegen andere Menschen da gesteuert wird. Das darf nicht sein. Also ist das dann eher so eine medienpädagogische Richtung oder geht es dann da auch viel um Alltagsgeschichten, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt im Alltag von einem Schüler rassistische Äußerungen höre? Ja, ich denke beides. Es geht wirklich von niederschwellige Angebote bis zum Workshops und große Konzepte, die zu Fortbildungen führen, zu Trainerausbildungen führen. Das ist eine Bündel an Sachen. Selber bin Trainer von einer Methode, das ist eine Welt der Vielfalt. Habe dann Antirassismus-Training mich schulen lassen und dann habe ich Trainer, habe ich dann Menschen da mitgeschult. Und ich denke, das muss so breit in der Gesellschaft sein. Und wenn die Schule auch bereit ist, außerschulische Angebote anzunehmen, das passiert viel, dann haben wir auch viele Menschen erreicht. Aber ich möchte nicht den Eindruck geben, dass alles in der Schule passieren soll. Nein, ich meine auch Außerschule, ich meine auch in Volkshochschule, ich meine auch in Seniorenheimen, in den Treffpunkten dort, kann man auch Module anbieten. Denn wenn ältere Leute auch mit diesen neuen Medien, der Umgang damit lernen, dann lernen sie auch, wie sie mit Fake News umgehen können. Und deshalb ist das eine Mammutaufgabe für uns alle. Medienbildung und politische Bildung ist ganz aktuell und wichtig. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Workshop mitgemacht habe, geht es ja am Ende darum, dass ich
da irgendwie Zivilcourage dann zeigen kann. Und beispielsweise, wenn ich rassistische Äußerungen jetzt in meinem näheren Umfeld höre, dann vielleicht auch darauf eingehe und die Person im Idealfall korrigiere oder auf ihr Denken hinweise, dass es eben nicht richtig ist. Was wünschen Sie sich denn da konkret von den Menschen? Ja, ich denke, erstens wünsche ich mir, dass jeder wachsam ist in der Gesellschaft. Wenn eine Frau sexistisch beleidigt wird, eine Homosexuelle ausgegrenzt beleidigt wird, ein People of Color, Schwarze oder andere Menschen der Gesellschaft ausgegrenzt beleidigt wird, dass man, wenn man das erlebt, dass man sofort Zivilcourage zeigt, erstens dagegen etwas zu tun, ob das schriftlich ist oder mündlich ist, wie auch immer. Und das in den Social Medien, wenn man etwas mitbekommt, das kommentiert unsachlich oder beleidigend oder herabwürdigend, menschenunwürdig kommentiert wird, dass man dagegen hält mit Gegenkommentaren. Und das ist aber keine Aufgabe der Politik oder der Pädagoginnen und Pädagogen, das ist unsere Aufgabe, alle als Gesellschaft. Wenn nämlich jemand einen hässlichen Kommentar schreibt, menschenverachtenden Kommentar schreibt, 500 von seinen Leuten liken das, er sieht keine andere Meldung, dann sagt er dann, die Leute wollen das. Er steckt in seine Blase, dann geht er davon aus, dass die Mehrheit, die sich hier bewegen, sind meine Meinung. Also wir sind das Volk. So, und das, aber es haben dann 5000 andere diese Beiträge gesehen, die dann nur den Augen gedreht haben nach dem Motto, das sind dumme Leute, lass die mal. Wenn wir das so machen, dann werden wir das nicht schaffen. Also ich appelliere an allen, jedes Mal, wenn wir etwas lesen, mitbekommen, live oder was weiß ich, über andere Kanäle, wenn das Menschen herabwürdigen, Menschen unwürdig ist, dass wir dagegen was tun. Vielleicht ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte, als ich 2014 für den Stadtrat von Halle kandidiert hatte, das zweite Mal, wurde mein Plakat fotografiert von NPD. Dann wurde gepostet, Volksvertreter in Anführungsstrich, wenn es nach der Meinung der Sozialdemokraten geht. Wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten? Also die Anspielung darauf, ich kann kein Volksvertreter sein, weil ich schwarz bin. Ich habe unter diese Plakate, Post von NPD wurde von 400 Leuten geliked und mit hässlichen Kommentaren begleitet, beleidigende, bedrohliche und herabwürdigende Kommentare. Ich habe mich zu Wort gemeldet, habe gesagt, ich am Natio Negro, das Wort verwende ich selten oder kaum, aber in dem Fall wollte ich provozieren. Gegenüber diesen 400 Hasskommentaren haben sich 131.000 Bürgerinnen und Bürger gemeldet, die gesagt haben, Rassismus, nein, wir wollen das nicht. Die haben sich solidarisch gemeldet, die haben positiv kommentiert, die haben ihre Unterstützung angeboten. Und das ist ein tolles Beispiel. Deshalb sage ich, es geht uns alle an. Wenn wir, ich war gestern dran, heute ist vielleicht die Langhaarige wie Sie dran und übermorgen ist die Blondine dran. So, das heißt, jeder kann mal dran sein, in irgendwelche Form auch immer. Deshalb ist es unsere gemeinsame Aufgabe, an der Stelle, wo Menschen beleidigt werden, verabfürdigt werden, Menschen verachtend angesprochen werden, dass man sagt, nein, das wollen wir nicht. Aber dieser Widerstand, sollte der dann oder dieses dagegen aussprechen, sind das dann eher so Methoden wie von wegen, reicht das schon, wenn ich jetzt sage, ich finde nicht gut, was du da machst, aus dem und dem Grund, oder sollte es dann doch eher vielleicht organisiert dagegen vorgegangen werden, wie das jetzt eben mit diesen 130.000 Stimmen dagegen oder vielleicht eine Demonstration anmeldet? Ich denke, eine Ergänzung, unterschiedliche Herangehensweise oder Methoden ergänzen sich. Demonstrationen sind eine Möglichkeit. Wenn zum Beispiel solche Dinge wie 9. Oktober in Halle passiert, da sind tausende Hallenserinnen und Hallenser auf die Straße gegangen. Die haben die erste Phase war ja Gedenkstunden und später dann sind die Menschen auf die Straße gegangen, die haben gesagt, nein, das ist nicht unsere Stadt. Das wollen wir hier nicht. Ne? Das finde ich gut. Und als die Ereignisse in Hanau waren, war auch das Gleiche. Viele sind auf die Straße gegangen, die unteilbare Bewegung, Bewegung unteilbar.
ist auch ein Beispiel, oder als in Chemnitz dieser ganze Aufschrei war, sind auch Demokratinnen und Demokraten auf die Straße gegangen. Das alles ist wichtig. Die Methoden ergänzen sich. Je nachdem, in welchem Kontext, muss man überlegen, welche Instrumentalie ist in diesem Form. Wir haben Fortbildung gesagt, dann Seminare, Workshop gemacht, wir haben genannt Demonstrationen, aber auch bei Omas 80. Geburtstag. Auch solche niederschwellige Beiträge, dort fängt der Onkel dann aus zwei Bier sich über Frauen Witze zu machen oder über Männer, Lesben, Schwulen oder über Schwarze oder Muslime und so weiter. Und so, da kann man sagen, Onkel Hans, also tut mir leid, das, was du da sagst, das passt überhaupt nicht. Ich möchte das nicht hören. Dann hört man dann, na ja, du bist empfindlich, du bist ja zu streng, man kann nicht mal feiern, bei der Feier kann man nicht mal lustig sein. Sag, ja, du kannst lustig sein, ja, du kannst deine Meinung sagen. Und das, was du gerade gesagt hast, das gehört nicht her. Ich möchte das nicht hören. Denke, wenn man da anfängt, dann ist man, hat man auch Mut in der Straßenbahn, wenn dort eine Langhaarige da angepöbelt wird als, was weiß ich, linke Socke oder so, dass man dann dort auch den Mut hat zu sagen, na Moment mal, was haben Sie gerade gesagt? Was hat er Ihnen getan? Er hat doch gar nicht gesagt. Jetzt fangen Sie an, ihm zu beleidigen ohne so. Nur so kann man das machen, natürlich, ohne dass man sich selbst in Gefahr bringt. Ja, das muss man auch betonen. Dann würde ich Sie ganz gerne abschließend und zusammenfassend nochmal fragen, was sind denn jetzt konkret die Stellschrauben, an der wir als Gesellschaft oder vielleicht auch die Politik drehen müssen, um solche Probleme nachhaltig anzugehen? Immer wieder Menschen in der Gesellschaft sensibilisieren, wenn Missstände da sind, die unser Zusammenleben stören, allgemein jetzt ausgedrückt, konkret, da wo wir Rassismus, Homophobie, Sexismus, menschenfeindlicher Querfeindlichkeit mitbekommen, dass wir mehr Leute sensibilisieren, zu sagen, das geht euch alle an. Das sind Stellschrauben. Denn es gibt welche, die sagen, oh Gott, Mann, ich habe andere Sachen zu tun, was geht mich da an? Das höre ich auch oft. Mehr Leute sensibilisieren, zu sagen, das geht auch dich an. Zweitens, sich natürlich seine eigene rassistische und Vorurteile, die jeder in sich hat, zu reflektieren, in der Lage sein, das zu reflektieren, zu sagen, ja, ich habe Vorurteile, ja, ich bin bereit, dagegen was zu machen. Und lebenslanges Lernen heißt auch natürlich immer wieder auch neu zu lernen, wie reagiere ich in bestimmten Situationen, wie gehe ich damit um, und andere Leute zu motivieren, das auch zu machen und außerschulische Angebote oder ja, anzunehmen und in Social Medien wachsam sein. Wachsam sein, zu sagen, ich lese nicht nur, ich schüttel nicht nur den Kopf, ich zeige nicht nur mein Smartphone, zu sagen, guck mal, was ihr da geschrieben habt, das ist ja blöd. Das reicht nicht. Und wenn ich den Kopf schüttle, derjenige, der merkt es gar nicht, dass ich den Kopf geschüttelt habe, so, aber ich muss aktiv werden. Und das ist Stellschreiber. Letzte ist natürlich, ich will nicht sagen, dass nur die Gesellschaft ist zuständig, sondern die Politik ist auch zuständig, um bestimmte Maßnahmen weiterhin zu unterstützen. Ich habe einiges mit der Ampelregierung schon genannt. Wir wollen politische Bildung stärken. Wir wollen Maßnahmen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Homophobie, wollen wir weiter diese Maßnahmen unterstützen und verstetigen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und im Übrigen, dieser Kabinettausschuss, den ich genannt habe, ist von höchster Stelle begleitet worden, die Kanzlerin und der Vizekanzler und der Kanzler im Spee sozusagen, Olaf Scholz, die haben diesen Kabinettausschuss geleitet mit 89 Maßnahmen. Das ist keine Pillepalle, das war auch keine Wahlkampfgetöse, sondern das war 89 Maßnahmen, ganz konkrete Maßnahmen, ressortübergreifend mit 1.000 Millionen Euro, also 1 Milliarde Euro. Und das lässt sich sehen. Das heißt, ich glaube dran, dass wir als Regierungsfraktion diese Dinge nach vorne bringen wollen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Und ich habe zu danken. Auf Wiedersehen.